In Bad Radkersburg erfolgte mit dem Anradeln der Startschuss in die neue Radsaison. Bei diesem Radopening im Süden der Steiermark versammelten sich über 1100 Radler auf dem Radkersburger Hauptplatz, um in 5 Kategorien die Region sprichwörtlich zu erfahren. Auf dem Programm standen verschiedenste Touren für Familien, Genussradler, Mountainbiker und Hobby-Rennradler. Somit gab es für jeden Geschmack die richtige Tour. In den Tourismusschulen Bad Gleichenberg wurden bei der diesjährigen steirischen Weintrophy die besten Weine des Landes ermittelt. 12 Kategorien standen dabei zur Auswahl. Eröffnet wurde der Abend mit der Präsentation aller Finalisten. Im Anschluss wurden die Sieger der 12 Kategorien verkündet und im Rahmen eines Gala-Dinners verkostet. In der Sporthalle der neuen Mittelschule Straden fand das Frühlingskonzert der Marktmusikkapelle Straden statt. Gleich 80 Musikerinnen und Musiker haben auf der Bühne Platz genommen. Im Mittelpunkt des Jubiläumskonzertes stand der langjährige Kapellmeister und Stabführer Michael Binder. In den 3 Jahrzehnten seiner Tätigkeit hat er die Marktmusikkapelle zu einem gewaltigen Klangkörper geformt, der mittlerweile viele nationale und internationale Erfolge feiert. Seit einem Jahr sind die Gemeinden Bad Gleichenberg, Straden, St. Peter am Ottersbach, Gnas und Kapfenstein im Tourismusverband Region Bad Gleichenberg vereint. In der FH Joanneum in Bad Gleichenberg hat die alljährliche Vollversammlung stattgefunden. Im Rahmen der Arthrose-Kulturtage wird das Musical Das Lama Lionel präsentiert. Im Musical wird Lama Lionel auf eine harte Probe gestellt. Strebend nach dem musikalischen Erfolg seines hochnäsigen Alpaka-Cousins Salvatore nimmt er bei diesem Klarinettenunterricht. Lionel ist ein gelehriger Schüler und beweist Talent, wäre da nicht seine Nervosität vor Publikum, aufgrund der er sich bei seinem ersten Auftritt total blamiert. Zum 4. Mal haben die Winzer des Weinbauvereines Straden zur Weinreise geladen. 11 Weinbauern präsentieren dabei ihre Top-Produkte. Das Besondere daran, die Winzer sind in ihren Weinkellern und Verkostungsräumen und die Besucher fahren mit Bussen dorthin. Die Weinreise ist eigentlich aus einer Notwendigkeit entstanden. Zum 2. Mal findet in Straden die Leistungsschau statt. Und zwar wieder auf dem Gelände der Firma Erdbau und Transport Schuster im Stradener Ortsteil Neusetz. In Tieschen trafen sich über 200 Kinder aus Österreich und Slowenien. Der Grund dafür war das internationale Erasmus-Plus-Projekt Fledermaus auf dem Vulkan. 3 Tage lang erkundeten Kindergartenkinder und Schüler der Bildungseinrichtungen aus Straden, Maribor und Svetlana die Natur. Im Mittelpunkt standen dabei die Themen Fledermäuse und Vulkanismus. In Kirchberg an der Raab hat die Brasserei zur Eröffnung in den Kirchpark geladen. Das Lokal von Inhaber Enrico Windisch bietet seinen Gästen nicht nur ein besonderes Flair, sondern auch einen Platz zum Wohlfühlen und Genießen. In der Brasserei regiert die Abwechslung, will man doch neben Kaffeehaus und Pub auch ein echter Spektakelraum sein. Wir sind heute im Zentrum in Feldbach und es geht heute um Kleidertausch. Was das genau bedeutet, das zeigen wir euch jetzt. Ich finde das Projekt sehr gut. Ich bin sowieso eine Second-Hand-Käuferin und mir ist es wichtig, dass die Schadstoffe draußen sind aus der Kleidung. Und ich finde es perfekt, wenn jemand
das weggibt, der andere findet es. Mein Sohn sagt immer, der Krimskrams des einen ist der Schatz des anderen. Hallo, servus. Da bin ich, hallo. Du hast ja schon ganz viel eingemacht. Wie gefällt es dann da? Gut. Hast du ganz schöne Sachen ausgesucht? Nein. Nicht so schöne? Nein. Oh je, du findest nichts. Naja, dann musst du unbedingt noch weitersuchen. Vielleicht ist ja doch das eine oder andere Teil noch dabei, gell? Tolle Idee. Und ich werde mir jetzt auch ein bisschen umschauen. Günther, leg die Kamera weg. Geh mal.